Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu unserem Experteninterview bei der Begabungsakademie. Und ich freue mich ganz herzlich, heute mit Genialico zu sprechen. Und Genialico, das sind Alexandra Aldinger und der Michael Müller. Hallo. Hallo, liebe Kerstin. Schön, dass du da bist. Ja, schön euch zu sehen. Und wir sind auch, wie ihr seht, gar nicht in der Begabungsakademie, sondern wir sind bei Genialico zu Hause. Mhm. Danke, dass ich hier vorbeikommen durfte. Und wir haben ja seit diesem Jahr jetzt die Lernerfolgsseminare von euch auch in München in der Begabungsakademie. Mhm. Und das erste ist schon gestartet, und zwar das Elternseminar. Demnächst folgt noch der Wissensstaubsauger und die Lerncoach-Ausbildung. Mhm. Und was mich interessiert ist, was macht ihr da eigentlich? Ich war ja noch nie dabei. Was ist denn ein Lernerfolgsseminar? Ich bin dann mal schlau. Genau. Für alle, die gerne schlau sein möchten. Und zwar haben wir ein eigenes Konzept entwickelt, und vor allen Dingen stehen wir dafür, dass wir sagen, zum Lernerfolg gehören viel, viel mehr Faktoren, als wie zum Beispiel nur, ich bin motiviert. Mhm. Ja, es gehört auch noch dazu, dass es so bestimmte Lerntypen gibt, das ist ein Teil davon, es gibt tolle Lernstrategien, es gibt Gedächtnistraining, es gibt Motivation- und Konzentrationstrainings, es gibt Ziele zu setzen, wo ich sage, wo kommt denn Motivation überhaupt her, warum gehe ich überhaupt in die Schule, und vieles mehr. Und wir beschreiben es immer ganz gern als Zahnräder, die so ineinander laufen. Und wenn ein Zahnrad hakt, ist das Endergebnis sehr oft nicht so leicht zu erreichen. Und wenn alle schön flüssig laufen, dann ist Lernerfolg richtig einfach. Und das ist unser Ziel. Mhm. Dass wirklich sowohl in den Wissensstaubsaugern als auch Elternseminare ganz viele Aha-Effekte kommen. Und die Ziele sind unter anderem Entspannung zu Hause, dass man wirklich sagt, Mensch, die Schule macht bei sehr vielen sehr viel Druck, was überhaupt nicht notwendig ist. Und auch tatsächlich Notensteigerungen, also was wir immer wieder haben. Ja, genau. Ja, und Kirsten, wir freuen uns ganz toll, bei dir sein zu dürfen. Eine ganz tolle Akademie, wie ich finde. Wir fühlen uns da richtig wohl und wir sind uns absolut sicher, dass das wirklich ganz tolle Seminare werden. Ja, da bin ich mir auch ganz sicher, vor allem, weil da haben die München ja quasi drauf gewartet, dass sie jetzt endlich Lernerfolg haben können, würde ich mal sagen. Und ich bin ganz gespannt, ich will da selber auch mal teilnehmen, auch wenn ich noch kein Eltern bin, sozusagen. Du bist kein Eltern. Ich bin kein Eltern, genau. Kann ich denn da auch teilnehmen, ohne jetzt ein Kind zu haben zum Beispiel? Und wenn ja, was habe ich davon? Also wir haben auch im aktuell Laufenden wieder Nicht-Eltern dabei, die auch für sich selber tolle Strategien wissen wollen und vor allen Dingen, um alles, was es geht, kann ich sowohl mit Kind anwenden, als auch Partner oder Mitarbeiter oder. Mhm. Und für mich selber natürlich. Okay. Also ich lerne auch selber leichter zu lernen und auch darauf zu achten, wie ich mich selber einschränke zum Beispiel. Ja, und das ist schon mit Sicherheit auch ein toller Effekt und immer wieder eben mit Nicht-Eltern, die sagen, wow, richtig klasse. Super. Ja. Und für Kinder findet das ja auch statt. Kinder, die in der Schule dann oder auch zu Hause mehr Spaß haben wollen beim Lernen, mehr Erfolg natürlich. Mhm. Das heißt, die lernen dann in gleichaltriger Gruppe, oder es ist ja jetzt nicht wie eine Nachhilfe zu verstehen, richtig? Genau. Also wir geben praktisch die Techniken. Wie lerne ich einfach? Mhm. Nicht den Inhalt. Und deswegen kann man gemischtes Alter tatsächlich, ist egal von welcher Klasse, welche Schulart, Schulform, völlig egal, können wir mischen. Wir gucken natürlich, dass es ungefähr zusammenpasst. Mhm. Ist also tatsächlich ein Riesenunterschied zur Nachhilfe. Wir geben jetzt keinen Unterrichts... Inhalte werden also nicht vermittelt bei uns, sondern tatsächlich eher so die Inhalte, die Struktur wird eher vermittelt. Mhm. Und das ist bei uns ganz wichtig. Und das unterscheidet uns auch von der Nachhilfe. Ja. Und du hast auch vorhin den Begriff Lerntyp genannt. Mhm. Finde ich jetzt ganz spannend, weil ich hätte jetzt gar nicht gewusst, dass es verschiedene Typen gibt. Also in der Schule ist es ja so, es lernen ja alle gleich, oder nicht? Mhm. Genau. Da ist unser Lieblingsspruch immer, wir sehen von außen alle anders aus. Warum glauben wir, dass wir innen gleich ticken? Mhm. Ja. Also in der Schule ist es ja sehr häufig so, dass man davon ausgeht, das ist das Blatt, Arbeitsblatt, oder das ist die Folie. Und die verstehen alle auf die gleiche Art und Weise. Ja. Und so ist es eben nicht. Also es gibt verschiedene Lerntypen, zum Beispiel ein großes Beispiel ist die Lese-Rechtschreib-Schwäche, von der wir sehr direkt behaupten, die gibt es nicht. Mhm. Und das ist, was wir dabei immer und immer wieder feststellen, seit den letzten Jahren, ich weiß nicht, wie viele mittlerweile bei uns waren mit dieser Schwäche, dass sie wirklich nur versuchen, nach dem Hören zu schreiben. Also die benutzen den auditiven Kanal, sprich Hören. Und das ist im Rechtschreiben eine wenig erfolgreiche Strategie. Weil ich kann im Deutschen schon sehr schwer raushören, wie man ein Wort schreibt bei vielen Wörtern.
geschweige denn, wenn ich Dialekt spreche, dann noch schlimmer und in Fremdsprachen schon gleich gar nicht. Das heißt, da brauche ich den visuellen Kanal, was nichts anderes bedeutet, als dass ich das Wort Bild speichere. Mhm. Also, dass ich jetzt, wenn ich das Wort schöner irgendwie lese, dass ich das Wort schön schon komplett als Bild habe, aber nicht mehr Buchstabe für Buchstabe lese. Und das ist zum Beispiel bei diesen Legasthenikern oder leserechtschreibschwachen Kindern sehr häufig so, dass die tatsächlich Buchstabe für Buchstabe lesen und dann aber gar nicht mehr den Inhalt wissen, weil sie sich so darauf konzentrieren, das überhaupt lesen zu können. Mhm. Ja, so kann ich mich noch erinnern. Genau. Fängst an zu lesen, Buchstabe für Buchstabe, und dann, was war jetzt nochmal in dem Abschnitt drin und so, ne? Dann ging halt der Reihe nach. Das heißt, es gibt eine neue Lernmethode sozusagen. Und hinter diesen Lerntypen steckt so viel mehr. Wir haben zum Beispiel, man hat herausgefunden, dass so Auditive, die sehr stark übers Hören lernen zum Beispiel, immer einen roten Faden brauchen. Okay. Was bedeutet, die brauchen so einen Ablaufplan. Wenn die sehr durcheinander gewirbelt werden oder morgens nicht wissen, wie ungefähr der Tag abläuft, dann haben die ein Problem. Ja, dann, und alleine das bringt bei ganz vielen schon Entspannung zu sagen, naja gut, das ist ja das Geringste zu sagen. Ja. Mittag hier, Abend das, du machst mittags deine Hausaufgaben dann und dann und so weiter. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, es geht nicht nur darum, das leichter zu lernen, sondern das hat auch mit der Persönlichkeit der Person, des Kindes oder der Person insgesamt zu tun. Wie ticken die denn? Mhm. Und da ist dann der Lerntyp entsprechend drauf abgestimmt sozusagen. Genau. Mhm. Das ist ja echt spannend, ja. Okay. Das heißt, zusammenfassend für Schüler bedeutet das, dass sie haben mehr Spaß beim Lernen und sie haben mehr Erfolg. Das heißt, sie haben definitiv bessere Noten, wenn sie bei euch waren. Ja. Für die Eltern ist es ähnlich. Das heißt, sie können nachvollziehen, was mit den Kindern passiert, können es auch für ihr eigenes Lernen anwenden und mit den Kindern auch gemeinsam Hausaufgaben machen zum Beispiel, entspannter. Ja, sie unterstützen. Wir sagen auch, da gibt es auch so einen Gelassenheitsknopf, den man drücken kann. Und auch so ein bisschen loslassen, auch da die Hintergründe, was ist gut für mein Kind. Mhm. Weil es ist so, der Anspruch, glaube ich, sehr hoch mittlerweile, zu sagen, wie unterstütze ich mein Kind richtig oder was erwarte ich von meinem Kind, ist auch ein aktuelles Thema, wo wir jetzt dann auch wieder im Elternseminar bestimmt wieder darüber berichten werden. Weil es einfach, was erwarte ich von meinem Kind und kann ich was erwarten? Ich kann was erwarten, aber muss es das erfüllen? Und auch diese Blickrichtung. Ja, ah ja, okay. Genau. Sehr spannend. Und dann haben wir noch die Lerncoach-Ausbildung. Die unterscheidet sich nochmal von den beiden. Ne? Da geht es darum, die richtet sich an Menschen, die, ob es Kinder sind oder Erwachsene oder Azubis, unterrichten. Genau. Und die lernen da quasi Methoden, wie sie diese Techniken quasi im Unterricht anwenden, also als Lehrende sozusagen. Es geht darum, das Multisensorische anzuwenden. Tatsächlich auf allen Kanälen, auditiv, kinästhetisch und auch visuell. Mhm. Und das ist total wichtig. Wenn Sie das tun, dann ist auch Ihr Alltag wesentlich einfacher und natürlich auch der Kinder und der Jugendlichen und der Azubis. Und diese Lerncoach-Ausbildung, die geht ja über verschiedene Module, ne? Elternseminar, Wissensstabsauger sind kurze, abgeschlossene Einheiten. Mhm. Die Lerncoach-Ausbildung geht über einen längeren Zeitraum hinweg. Das heißt, es ist eine richtige Ausbildung mit einem zertifizierten Abschluss auch. Mhm. Genau. Ja, und hat verschiedene Module. Das eine ist, was du sagst, die Lerntyperkennung, die Strategien, die dazu passen. Dann Gedächtnistrainings ist ein Part. Und Part ist auch Glaubenssätze rausfinden, Ressourcen stärken. Mhm. Was mache ich da alles? Was kann ich machen? Auch mit Schülern, auch mit großen Gruppen. Das ist bei vielen, um was es geht. Auch da wieder Ziele. Was ist überhaupt der Hintergrund von Zielen? Und ein ganz großer Punkt ist auch die Kommunikation. Also die Macht der Sprache, sagen wir auch, weil mit Sprache löse ich enorm viel aus und kann auch viel bewirken. Also positiv wie negativ. Und darauf zu achten, ist ein riesengroßer Schritt. Genau. Und das geht über 5 Monate, hat natürlich sehr, sehr viele mehr Inhalte noch. Klar. Aber das ist wirklich so das, was wir machen. Bei uns saßen eben Lehrer im Elternseminar, die gesagt haben, Mensch, was ihr da macht, das wäre doch interessant für uns. Mhm. Das haben wir nicht in unserem Lehramtsstudium enthalten, auch nicht in Fortbildung. Das ist noch ein wichtiger Punkt. Ne? Das ist jetzt nicht Teil von der pädagogischen Ausbildung. Ja, und es ist wirklich entstanden aufgrund von Lehrern, die bei uns gefragt haben oder gesagt haben, Mensch, das ist doch toll, das wäre doch wertvoll für uns. Und das haben wir jetzt auch ausgebaut als zusätzlich auch Azubi-Coach, also Ausbilder in Unternehmen, die sind ja genauso lehrend tätig wie jeder Trainer auch und für alle Lehrenden sozusagen. Ja. Das heißt, es ist auch ich nenne es jetzt mal dieser Ausdruck Train-the-Trainer-Seminar. Mhm, genau, ja. Ja, okay, ganz spannend. Also mehr Informationen zu der Ausbildung gibt es sowohl auf der Genialico-Webseite als auch dann auf der Begabungsakademie-Seite. Mhm.
Und also wen das interessiert, der kann da noch genauer nachfragen und natürlich sich auch direkt bei euch melden, denn ihr führt ja auch immer zuerst noch ein Kennenlerngespräch, ob das auch passt, ne? Strategiegespräch. Ja. Passt das überhaupt zu mir? Ist es das Richtige? Und finde ich auch ein ganz tolles Angebot, da einfach noch zu sagen, die Leute darauf vorzubereiten, was denn da eigentlich passiert und ob es passt. Genau. Ja. War uns eben auch ganz wichtig. Ja. Ja, genau. Super. Also ich freue mich riesig, dass wir das jetzt zusammen machen, auch in der Begabungsakademie. Und freue mich auf sehr, sehr viel Teilnehmer, auf tolle Kinder, Eltern, Trainer, die Auszubildenden. Und die auch. Die Auszubildenden auch. Genau. Und ich werde mit Sicherheit auch demnächst mal reinschnuppern und auch was lernen auf jeden Fall. Da freue ich mich drauf. Ja, das soll es erstmal gewesen sein für heute. Super. Das nächste Seminar findet bei uns jetzt ab dem Februar statt. Mhm. Und die werden das ganze Jahr hindurch laufen. Das heißt, die Termine findet ihr immer auf der Webseite. Mhm. Und wir werden zwischendurch immer mal wieder ein paar Infos auf jeden Fall über den Newsletter oder Facebook und die Website mit euch teilen. Genau. Genau. Vielen Dank. Ja, ganz lieben Dank. Und dann sehen wir uns am Donnerstag beim Seminar. Jawohl. Ja. Schon. Ja. Genau. Okay, danke. Also, macht's gut und bis bald. Tschüss. Tschüss.